Und da sind wir wieder zurück bei Dragon Age Origins mit der Uka, mit mir. Wir haben letztes Mal das Lager erkundet, auf dem Weg uns mit dem grauen Wächter Alistair zu treffen. Haben jetzt hier diese, ja, Kranken, also das Lazarett, genau da steht es, Lazarett, und hier wohl auch mit den Gefangenen gefunden, haben dem Gefangenen zu essen gebracht und ja, was haben wir denn jetzt hier? Eine Priesterin. Ich nehme an, ihr seid einer der neuen grauen Wächter. Wollt ihr den Segen des Erbauers empfangen? Wie ihr sehen könnt, bin ich von zwergischem Blut. Das sehe ich. Und obwohl ich euch keine Grüße von euren Vorfahren ausrichten kann, blickt der Erbauer doch freundlich auf all die, die bereit sind, ihn zu empfangen. Na gut, ich möchte seinen Segen empfangen. So segne ich euch, grauer Wächter, im Namen Andrastes und des Erbauers. Möge der Gesang des Lichts euren Namen bis zu den Ohren unseres Herrn tragen. Genau. Das ist so eine Grundeinstellung mit Religion von mir. Ich bin selbst auch nicht getauft, aber ich habe festgestellt, dass es einfach sehr vielen Leuten wichtig ist, wenn sie einen in die Gebete aufnehmen können oder segnen können. Und ich sag so, wenn es für mich sowieso keinen Unterschied macht, warum sollte ich dann andere Leute auch noch kränken oder von mir stoßen? Es schadet nicht. Und genauso sehe ich das auch hier. Nur weil ich ein Zwerg bin, ihr geht es wahrscheinlich besser, wenn sie hier ihren Job machen kann und die Leute segnen kann. Und ja, warum sollte man sich da so vehement dagegen wehren? Ne? Alles klar, wir reden hier mal mit Jory. Seid gegrüßt. Ihr müsst der dritte Rekrut sein, von dem wir gehört haben. Richtig, wer seid ihr? Sir Jory ist mein Name. Ich stamme aus Radcliffe, wo ich als Ritter unter dem Kommando von Arl Eamon gedient habe. Ich wusste nicht, dass Zwerge graue Wächter werden können. Im Schloss habe ich nur wenige eures Volkes gesehen und sie hatten alle geschäftlich mit dem Schmied zu tun. Natürlich kennen sie. Warum sollten sie nicht? Da die grauen Wächter die Länder der Menschen beschützen, bin ich davon ausgegangen, dass ein Zwerg sich ihnen nicht anschließen würde. Aber ich habe mich offensichtlich geirrt. Ich Offensichtlich. hoffe, wir haben beide das Glück, bei den grauen Wächtern aufgenommen zu werden. Ist es nicht aufregend, so eine Chance zu bekommen? Macht es euch nicht nervös, gegen dunkle Brut kämpfen zu müssen? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht nervös. Als ich noch ein Junge war, hat mir meine Mutter immer erzählt, dass die dunkle Brut die Kinder holt, die sich nicht benehmen. Das ist dummer Aberglaube, ich weiß. Aber es läuft mir immer kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, gegen sie kämpfen zu müssen. Hat euch irgendjemand verraten, worum es bei diesem Beitrittsritual geht? Nur, dass es gefährlich ist. Ich habe noch nie von einem solchen Ritual gehört. Ich hatte keine Ahnung, dass nach unserer Rekrutierung noch weitere Tests anstehen würden. Da ihr endlich hier seid, sollte ich wohl besser zu Duncan zurückkehren. Wir sehen uns dann dort. Jawohl, das sind wohl die anderen beiden Rekruten. Es wurde immer von drei Rekruten gesprochen. Die anderen beiden haben wir jetzt kennengelernt und haben jetzt auch das Lager tatsächlich fertig erkundet. Hier kommen wir nicht durch, deswegen würde ich sagen, gehen wir hier runter. Und dann suchen wir mal nach Alistair. Das ist übrigens die Truhe, wo wir jetzt den Schlüssel bekommen haben. Aber ihr seht, der Besänftigte steht hier rum und er lässt uns nicht dran. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Diese Handlungsweise ist nicht ratsam. Mi, 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 mi. Besänftigten sind auch so ein großer Kritikpunkt. Auf der einen Seite kann man sich natürlich fragen, wenn die nichts fühlen, kann es ihnen auch nicht schlecht gehen mit ihrer Emotionslosigkeit und ihrem, ja, dass ihnen die Fähigkeiten genommen wurden. Auf der anderen Seite ist es natürlich unmenschlich. Aber sie fühlen nichts. Es geht ihnen nicht schlecht. Das ist die gleiche Debatte in meinen Augen, wie sich über Leute lustig zu machen, die bei Frauentausch oder auf RTL in diesen ganzen Nachmittagssoaps teilnehmen und dann irgendwie zweifelhaften Ruhm erlangen und sich total freuen, dass sie jetzt berühmt sind, nicht merken, dass sich die Leute über sie lustig machen. Oh, was ist denn hier? Kleiner Grafikfehler. weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da gerade mit dem Rot. Ja, die Leute merken nicht, dass man sich über sie lustig macht, dass sie für dumm verkauft werden. Die freuen sich aufrichtig. Wow, was geht denn hier ab? Okay. Okay. Eben, die Leute freuen sich nicht. Genauso ist es mit ihm eigentlich auch. Er weiß ja nicht. Also, es geht ihm ja nicht schlecht dabei. Für ihn ist es halt normal. Was ist Ne? denn? Haben die grauen Wächter nicht schon mehr als genug vom Zirkel verlangt? Ich bringe nur eine Nachricht von der ehrwürdigen Mutter, Sir Magier. Sie wünscht euer Beisein. Was Ihre Ehrwürdigkeit wünscht, ist für mich ohne Belang. Ich helfe hier den grauen Wächtern. Auf Befehl des Königs übrigens. Hätte ich Sie um Schriftform ersuchen sollen? Sagt ihr, ich lasse mich nicht so belästigen.
Ja, ich habe euch belästigt, weil ich eine Nachricht überbrachte. Solch Vorwitzigkeit steht euch nicht zu. Dabei dachte ich, wir kämen gut miteinander aus. Ich wollte sogar eins meiner Kinder nach euch benennen. Das Übellaunige. Genug. Ich rede mit der Frau, wenn's sein muss. Geht mir aus dem Weg, Narr. Okay. Das Schöne an der Verderbnis ist ja, dass sie die Leute zusammenbringt. Wir haben Alistair gefunden. Ihr seid ein sehr seltsamer Mensch. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ihr seid doch wohl nicht auch ein Magier? Wie kann eine Zwergin eine Magierin sein? Man weiß nie. Magier schleichen sich überall ein. Moment, ich weiß, wer ihr seid. Duncans neue Rekrutin aus Orsama. Ding, ding, ding. Ich hätte euch sofort erkennen müssen. Entschuldigt bitte. Ihr müsst Alistair sein. Hat Duncan von mir erzählt? Hoffentlich nichts Schlechtes. Als jüngstes Mitglied des Ordens werde ich euch begleiten, wenn ihr euch auf den Beitritt vorbereitet. Kann ich mich nicht alleine vorbereiten? Genau das Gleiche habe ich bei mir auch gedacht. Aber leider lassen sie uns da keine Wahl. Es gab schon länger keine Zwerge bei den Grauen Wächtern. Ihr wisst sicher viel über die dunkle Brut. Nicht wirklich. Ich musste mich meist gegen Wachen zur Wehr setzen. Oh, dann habt ihr wohl eine lebhaftere Vergangenheit, als Duncan uns wissen ließ. Aber keine Sorge, ihr werdet jede Menge dunkle Brut sehen. Vermutlich früher, als euch lieb ist. Wie auch immer, sobald ihr bereit seid, sollten wir zurück zu Duncan gehen. Er möchte sicher mit dem Ritual beginnen. Der Streit gerade eben. Worum ging es da? Mit dem Magier? Der Zirkel ist auf Ersuchen des Königs hier. Und die Kirche schätzt das gar nicht. Sie sagt den Magiern mit Wonne, wie unerwünscht sie sind. Was mich in eine unangenehme Position bringt. Ich war nämlich mal ein Templer. Ihr habt Magier gejagt? Nicht alle Templer tun das, aber es stimmt. Die Kirche hat mich aufgezogen, bis Duncan mich vor 6 Monaten rekrutiert hat. Die ehrwürdige Mutter hatte sicher eine Beleidigung im Sinn, als sie mich als Boten geschickt hat. Und der Magier hat prompt darauf reagiert. Ich hätte die Nachricht freiwillig nicht überbracht. Aber Duncan sagt, wir sollen kooperativ sein und mit allen auskommen. Offenbar wurden nicht alle so instruiert. Ihr müsst mich doch nicht begleiten, oder? Keine Sorge, ich bringe euch nicht in Verlegenheit. Und was ist mit den anderen Rekruten? Davis und Sir Jory sind hier im Lager. Habt ihr sie schon getroffen? Ja, beide. Das erleichtert die Sache. Sie müssten jetzt bereits zurück bei Duncan sein. Gehen wir. Wenn ihr Fragen habt, nur zu. Andernfalls geht weiter. Jawohl, wir haben Alistair kennengelernt. Der hier der neueste graue Wächter ist. Ich will immer Grey Warden sagen. Ich habe das Spiel früher, wie gesagt, nur auf Englisch gespielt. Und das war so oft, dass sich die Begriffe einfach eingebrannt haben. Dass ich jetzt vielleicht ein paar Probleme habe, das auf Deutsch. Dieser Grafikbug ist echt komisch, den habe ich noch nie gesehen. Aber gut. Was ist denn da vorne los? Eine Kiste. Und noch mehr Grafikbug. Meins. Dankeschön. Alles meins. Also irgendwas ist da komisch. Gut. Ist nicht mein Problem. Ich bin ein grauer Wächter und kein Grafikdesigner, ne? Fängt beides mit G an, aber es steht immer noch hier rum. Grrr, das Problem lösen wir noch irgendwann. Da kommen wir noch dran, ich sag's euch. Soldaten verreden. Ja, gute Frau, lass sie klingen über das Böse so ein bisschen. Das vor uns liegt. Goodie, ne? Alles klar. Okay, ab zu... Was ist denn mit der Grafik los? Das Feuer spackt hier gerade auch so ab. Bin ich jetzt in Minecraft gelandet, oder? Okay. Gut, ich muss vielleicht nachher das Spiel mal neu starten. Mal gucken, ob das Ganze dann weg ist. Du hast Alistair also gefunden, was? Gut. Ich nehme an, du bist bereit, mit den Vorbereitungen zu beginnen. Natürlich nur, wenn du keine weiteren Magier mehr verärgern musst, Alistair. Was soll ich sagen? Die ehrwürdige Mutter hat mich überfallen. So wie sie die Schuldkeule schwingt, sollte man sie in die Armee stecken. Sie hat dich also gezwungen, dich über Magier lustig zu machen? Wir können es uns nicht leisten, irgendjemanden zu verärgern.
Wir dürfen unseren Feinden nicht noch mehr Munition gegen uns liefern. Ihr habt recht, Duncan. Es tut mir leid. Nun denn. Jetzt, wo ihr alle hier seid, können wir beginnen. Ihr vier werdet in die Korkari-Wildnis aufbrechen, um zwei Aufgaben zu erfüllen. Die erste ist, drei Fläschchen mit dem Blut der dunklen Brut in euren Besitz zu bringen. Eins für jeden Rekruten. Und was ist die zweite Aufgabe? Einst gab es in der Wildnis ein Archiv der Grauen Wächter. Es wurde vor langer Zeit aufgegeben, als wir es uns nicht mehr leisten konnten, derart abgelegene Vorposten zu unterhalten. Vor kurzem haben wir erfahren, dass einige Schriftrollen zurückgelassen wurden. Um sie zu schützen, wurden sie magisch versiegelt. Alistair, ich möchte, dass ihr diese Schriftrollen findet und mitbringt, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Und was sind das für Schriftrollen? Alte Verträge, wenn das deine Neugier befriedigt. In ihnen wurde den Grauen Wächtern vor langer Zeit Unterstützung zugesichert. Sie wurden einst als reine Formalität betrachtet. Aber da so viele ihre Verpflichtungen uns gegenüber vergessen haben, ist es vielleicht nicht das Schlechteste, etwas in der Hand zu haben, um sie daran zu erinnern. Und wie finden wir dieses Archiv? Es ist inzwischen eine überwucherte Ruine. Aber die versiegelte Kiste sollte unversehrt sein. Alistair wird euch in das Gebiet bringen, in dem ihr suchen müsst. Wir sollen das Archiv und drei Fläschchen mit Blut suchen. Verstanden. Gib gut auf sie Acht, Alistair. Kehrt schnell und wohlbehalten zurück. Das werden wir. Dann möge der Erbauer über euch wachen. Wir sehen uns bei eurer Rückkehr. Dieses Minecraft-Feuer im Hintergrund. Ja, wir müssen jetzt unseren Beitritt zu den Grauen Wächtern vorbereiten und dafür dürfen wir jetzt in die Wildnis. Ich habe den Mabari nicht vergessen. Wir werden auch nach dem Blut Ausschau halten. Und ja, wir haben viel zu tun, ne? Grüße. Ich wurde informiert, dass in der Wildnis Aufgaben auf euch alle warten. Das Tor steht euch offen, aber seid vorsichtig da draußen. Selbst ein grauer Wächter ist heute Nacht im Wald nicht sicher. Danke für die Warnung, aber wir kriegen das schon hin. Jawohl, mit Devith oder David, ich weiß gar nicht, wie er sich auf Deutsch vorgestellt hat. Ich glaube Devith, Jory und Alistair. Und ich weiß nicht, warum hier gerade der Ladescreen so dunkel ist. Wow, also irgendwas ist mit der Grafik ganz... Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber das war jetzt komisch. Ich glaube, ich werde nach der Folge mal das Spiel neu starten, weil... Ja, noch geht's. Noch sind nur so einzelne kleine Sachen, die mich hier... Okay, genau. Wir haben hier Devith, den Bogenschützen. Wir haben hier Jory, den Krieger, den Zweihandkrieger. Und wir haben Alistair, den Tank mit Einhand und Schwert. Also... Das ist eine wunderschöne Mischung. Es fehlt uns eigentlich nur noch ein Magier. Okay. Ich werde mich jetzt hier dezent aus dem Kampf raushalten. Und die Männer hier machen lassen. Das sollen sie was tun für ihr Geld. Tankt mal, Jungs. Tankt mal. Genau, das war der Doppelschlag. Den haben wir jetzt aktiviert. Jetzt nutzen wir den permanent. Oh. Ich wollte jetzt hier nicht plündern, sondern klicken. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Genau, mit einer vernünftigen Gruppe geht es hier auch ganz schnell. Und ist auch alles kein Problem. Ihr seht, wir haben kaum Schaden abbekommen. Weil wir hier die Krieger dabei haben, die natürlich viel, viel mehr aushalten als ein Schurke. Allein schon durch die Rüstung. Genau, und jetzt gucken wir mal, da hinten liegt Missionar Jogby. Ein Brief. Okay. Den können wir jetzt hier lesen. Und den werde ich jetzt auch lesen. Das ist ein Quest-Item. Die werde ich vorlesen. Mein lieber Sohn, es erfüllt mich mit Freude, dass du in meine Fußstapfen treten und das Wort des Erbauers zu denen bringen willst, die nicht erleuchtet sind. Allerdings hättest du dir dafür einen ungefährlicheren Ort aussuchen können. Verzeih, dass ich bereits in die Wildnis aufgebrochen bin, Sohn, aber ich wollte schon mal ein Lager aufschlagen und mit der Arbeit beginnen. Die Chasind haben Respekt vor jedem, der sich in der Wildnis behaupten kann, und ich will vor deiner Ankunft eine Abmachung mit einem dortigen Stamm treffen, damit wir ein paar Freunde haben. Du wirst feststellen, dass es schwierig ist, sich in der Wildnis zu orientieren. Ich habe unten ein paar Punkte aufgelistet, denen du folgen solltest. So gelangst du zu einem Ort, an dem ich Vorräte für dich hinterlassen habe. Wenn du dich verirrst, geh dorthin zurück. Ich finde dich dann schon.
Hier nun die Orientierungspunkte, beginnend am Eingang zur Wildnis bei Ostega. Suche nach einem Baum, der an der Ruine eines Gebäudes lehnt. Geh unter einer umgestürzten Baumbrücke hindurch. Geh an einem versunkenen Turm zur Rechten vorbei. Halte Ausschau nach der Ruine eines hohen Rundbogens und einem moosbewachsenen Stein. Gehe einen Weg aus Wurzeln und Steinen entlang. Suche nach zwei großen Statuen, zwischen denen eine Truhe steht. Dort ist unser Treffpunkt. Ich liebe dich, Jogby, mein Sohn, und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Dein Vater, Rigby. Er hat es wohl nicht geschafft. Aber wir haben jetzt eine Karte, eine Wegbeschreibung bekommen. Zum Lager. Und vielleicht finden wir da was. Ich werde dir jetzt aber noch nicht folgen, sondern werde hier jetzt erstmal gucken, dass wir unsere Mission erledigen. Und da ist jemand schwer verletzt. Wer ist da? Graue Wächter? Er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spätrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Ja klar. Wir sollten zumindest versuchen, seine Wunden zu verbinden. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Oh. Ich muss hier weg! Mir fällt gerade auf, wie blass unsere Zwergin ist. Gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Für mich klingt ihr wie ein Feigling. Ich versuche nur am Leben zu bleiben. Oder seht ihr mich etwa fliehen? Ein wenig Angst zu haben ist nicht unnormal. Wer hat die dunkle Brut schon gern in seiner Nähe? Ich jedenfalls nicht. Es sieht aus, als sei ich hier der einzige echte Mann. Auf jeden Fall verlasse ich mich darauf, dass ihr mich beschützt. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Alles klar. Und ich möchte echt immer noch wissen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es hier so eine Taste gibt, mit der man alles highlighten kann, was irgendwie interaktiv ist. Ich habe es aber noch nicht rausgefunden. Ich muss das nachher mal googeln. Und da vorne sehen wir aber schon die dunkle Brut. Ich werde jetzt auf Alistair wechseln. Einfach als Tank, damit der quasi der Erste ist, der reinläuft. Und hier ein bisschen Aggro aufbauen kann. Genau. Und dann direkt an die Fernkämpfer ran. Während die hier unseren armen Jory mit Pfeilen beschießen. Genlocks. Haben wir die erste dunkle Brut besiegt und direkt ein Fläschchen mit dem Blut gefunden. Hier war leider keins drin. Und hier auch nicht. Dann gucken wir mal, was die Hurlocks da vorne dabei hatten. Ja. Wird erledigt. Nochmal ein Fläschchen. Und hier haben wir eine Blume. Ich habe doch gerade was glitzern sehen. Ich wusste es doch. Wie ihr meint. Wir haben die Blume, um die uns der Aschekrieger gebeten hat. Um den Hund zu heilen. Ich gehe jetzt hier erstmal nach rechts weiter. Genau, und ab jetzt finden wir nämlich auch sowas hier, Elfenwurzel. Das sind Ressourcen, die wir zum Crafting benötigen. Ich kann gerade mal schnell gucken, ob irgendwer hier die Fähigkeit hat. So rum, Fähigkeit hat.
Kräuterkunde wäre das. Damit kann man quasi Heilmittel herstellen. Die hat leider keiner. Ich könnte momentan nur aktuell nur Gifte machen. Das ist aber auch kein Problem. Wir kriegen noch jemanden, der Kräuterkunde erlernt. Da bin ich mir sicher. Und da haben wir die nächste Gruppe. Dunkler Brut. Und ich würde hier direkt gucken, dass ich an die Fernkämpfer rankomme diesmal. Direkt hier draufhauen. So. Okay, Alistair da vorne. Der braucht ein bisschen Hilfe. Der ist doch ziemlich umzingelt. Und wir haben ja genug Wundumschläge jetzt dabei. Genau, und jetzt kommt auch der Rest. Das sollte das ganze Problem nicht geben. Oder doch? Da hau ich lieber mal noch schnell einen Wundumschlag rein, bevor er mir hier ohnmächtig wird. Da hinten feuert noch einer, deswegen nimmt auch Jory hier Schaden. So nicht, mein Kleiner, so nicht. Werd immer schön betäubt. Genau, und ich dachte eigentlich hier, unser Devith wäre ein Fernkämpfer. Bitte mal mit Pfeil und Bogen, Devith. Dankeschön. Wie ihr meint. Und damit haben wir jetzt auch die drei Fläschchen Blut. Und wir looten natürlich trotzdem weiter und wir müssen auch noch das Archiv finden. Looten. Immer schön looten. Alles mitnehmen. So. Jawohl. Und an der Stelle, mit Blick auf die Uhr, wir nehmen noch so schnell die Truhe mit. Genau, jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen gefunden. Neuen Codex-Eintrag, den lese ich noch schnell vor und dann verabschieden wir uns hier. Das Zeichen der Chasind. Die Barbaren der Chasind sind durchaus klug. Sie haben auf den Pfaden der Wildnis mit Steinen geheime Zeichen und Markierungen angelegt. Damit kennzeichnen sie Wege und interessante Orte und geben Warnungen, die nur ihre Stämme zu deuten wissen. Für das ungeschulte Auge sind sie von gewöhnlichen Steinhaufen nicht zu unterscheiden. Ich habe meine Zeit der Entzifferung dieser Zeichen gewidmet und glaube, dass ich kurz vor dem Durchbruch stehe. Die Wegmarkierungen deuten auf eine Horde oder auch einen Ort hin, an dem die Chasind eine geheime Lagerstätte errichtet haben. Ich habe allerdings nur einen Teil der Nachricht gefunden. Wäre sie vollständig, könnte ich das Lager ausfindig machen und herausfinden, was für einen Schatz die Chasind verstecken. Ein solches Zeichen ist auch in der Nähe dieses Lagers, unter einem umgestürzten Baum, der in eine Ruine gelehnt ist. Jedes Zeichen scheint auf eine oder zwei weitere hinzudeuten. Das heißt, eine Horde der dunklen Brut würde sich nähern. Hoffentlich finde ich den Schatz, bevor es zu spät ist. Das war der Auszug aus Rigbys Tagebuch und wir haben jetzt hier die Option hier auf der Minimap. Ihr seht es vielleicht. Wegzeichen der Chasind. Das heißt, wir müssen jetzt hier genau gucken. Und ja, genau. Ich bleibe jetzt hier an der Stelle stehen, beende hier die Folge. Wir machen in der nächsten Episode dann weiter. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und ich schaue nochmal nach, wie ich mir jetzt hier die interaktiven Punkte anzeigen kann. Bis dahin. Ciao, ciao.